Er gehörte zu den besten Torhütern der 60er und 70er Jahre. Aber Jürgen Rinho hält einen traurigen Rekord. 5-mal ist er aus der ersten Liga abgestiegen. Heute ist das witzig, weil ich mir einfach sage, letztendlich konnte ich ja nichts dafür. Ich habe halt das große Pech gehabt. Ich sage, es ist Bestimmung, es sollte vielleicht so sein. Einer muss ja letztendlich auch verlieren. Es kann ja nicht nur Gewinner im Leben geben. Als 19-Jähriger startete er seine Karriere beim Karlsruher SC. Aber bereits in seiner ersten Profisaison der erste Abstieg. Dennoch überzeugt Rinho und wird von Meister Nürnberg verpflichtet. Aber dem Meister fehlt es an Klasse. Und Rinho steigt im zweiten Jahr zum zweiten Mal ab. Trotz seiner Paraden folgt der dritte Abstieg mit Borussia Dortmund. Dann landet Rinho im Norden beim FC St. Pauli. Zunächst gelingt der Aufstieg in die erste Bundesliga, dann folgt der Höhepunkt. Der legendäre Derby-Sieg gegen den HSV. 2:0. Mit St. Pauli Rinhos schönste Erinnerung. Die St. Paulianer, die Fans sind in die Kabine gestürmt, die haben da hemmungslos geweint vor Freude. Also es war ein ergreifendes Erlebnis, finde ich. Sowas vergisst man nie. Die Freude hält nicht lange. Mit St. Pauli steigt er am Ende der Saison ab. Rinho wechselt zu Hannover 96. Auch mit den Niedersachsen schafft er den Aufstieg in die erste Bundesliga. Später beendet er seine Karriere nach 18 Profijahren, wird im November 85 sogar Interimstrainer. Doch dann verletzt sich der Stammtorhüter Ralf Raps. Und sein Nachfolger Jörg Berger stellt Rinho noch einmal auf. Dann hieß es auf einmal, du musst ins Tor. Ich habe ihn noch gebeten. Ich sage, Ralle, kannst du wirklich nicht? Ich habe eigentlich mit meiner Karriere schon abgeschlossen. Und er sagte, nee, leider, es geht nicht. Du musst spielen. Und dann musste ich eine Woche lang trainieren. Ich habe ja 1,5 Jahre nicht richtig trainiert als Torwart und musste dann wieder das Training aufnehmen. Die anschließenden Spiele werden zum Desaster für Hannover und den 38-jährigen Rinho. 0:5 gegen Bayern München. Und im Auswärtsspiel 0:7 beim VfB Stuttgart. Jürgen Rinho steigt 1986 mit Hannover zum 5. Mal in seiner Karriere ab. Ein Rekord in 50 Jahren Bundesliga.